Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, verehrte Kollegin Breitenbach, Ihre Selbstfälligkeit, Selbstgefälligkeit in Ihrer Darstellung hier ist ja nun wirklich kaum noch zu überbieten und grenzt an eine Zumutung für uns alle. Da frage ich Sie doch mal, als Sie vor 2011 Verantwortung getragen haben, wo waren denn Ihre Aktivitäten, um mehr Menschen zur Wahl zu bringen? Wo waren denn Ihre Ansätze damals? Nichts ist gekommen. 0,5% in den Bezirken waren die Beteiligung. Dafür tragen Sie, genauso wie damals Ihr Partner, die Verantwortung. Und das, was wir Ihnen damals vorgeschlagen haben, ist nicht zustande gekommen. Ja, das war nicht mein Problem. Heute werfen Sie mir vor, dass wir nicht 100%ig erfolgreich sind. Sie waren ja damals nicht mal zu 10% erfolgreich. Das muss man doch mal feststellen hier. Und dann wollen wir mal weiterreden. Sie, unter Ihrer Führung damals, mit Führung, Sie haben ja sonst mal gesagt, Sie waren die führende Kraft. Da ist es ja nicht mal gelungen, in allen Bezirken komplette Kandidatinnen- und Kandidatenlisten aufzustellen. Wo war denn da das große Engagement der Linkspartei? Darf man doch auch mal fragen. Und wie war es denn mit der Haushaltsvorsorge? War es nicht erst 2011, dass die Kollegin Radziwill und wir gemeinsam die Landesgeschäftsstelle des Beirats finanziert haben? Da war von Ihnen auch nichts vorher da. Das mussten wir erst in Szene setzen, um die Arbeit vernünftig abzusichern. Heute sagen Sie uns, wir sind nicht in der Lage, das zu tun. Ist doch ein Witz. Und dann, verehrte Kolleginnen, wir haben in all den Jahren, gerade im Sozialwerk Berlin, so viele gemeinsame Diskussionen miteinander gehabt, dass Sie ganz genau wissen, was Sache ist. Ich habe nie etwas versprochen, was ich nicht halten kann, sondern ich habe immer gesagt, das sind unsere Intentionen und für die kämpfen wir. Und nun sage ich Ihnen mal noch was Letztes. Wo war denn Ihr Engagement für das Seniorenmitwirkungsgesetz und seine Fortschreibung in den letzten Monaten? Wir hatten einige Zeit immer wieder auf der Tagesordnung, auf den unerledigten Dingen des Gesundheits- und Sozialausschusses die Frage, wie geht es weiter mit dem Gesetz? Wo war Ihr Antrag, das zu diskutieren? Es gab mal eine Abfrage an den Senator, die habe ich auch gelesen. Aber sonst ist doch nichts von Ihnen gekommen. Also ein bisschen mehr Mäßigung wäre schon gut. Vielen Dank, Herr Krüger. Möchten Sie replizieren, Frau Breitenbach? Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu. Herr Schayer hat sich Verstärkung gesucht und sich zu seiner Partei gesetzt. Auch interessant. Mit Selbstgefälligkeit, meine Herren und wenigen Damen, kennen Sie sich ja aus. Herr Krüger, Sie sagen, wir können ja alle stolz sein auf dieses Gesetz. Auf was wollen Sie eigentlich stolz sein? Auf was wollen Sie stolz sein, was Sie die letzten 5 Jahre gemacht haben? Sie haben einfach nur Sachen versprochen. Und Sie haben uns immer wieder, auch den Oppositionsparteien, gesagt, wir sitzen an einer Änderung, wir wollen es machen, wir beziehen euch mit ein. Sie haben die Seniorinnen und Sie haben auch uns belogen. Und das, finde ich, kann man Ihnen jetzt hier einfach auch vorwerfen. Sie haben 5 Jahre in dieser Frage nichts gemacht. Diese Koalition konnte sich nicht einigen, was die Änderung des Seniorenmitwirkungsgesetzes angeht. Dafür können aber die Seniorinnen und Senioren in dieser Stadt nichts. Und die müssen es ausbaden, was sie vergurkt haben, weil sie sich nicht einigen können. Das ist peinlich, diese Koalition. Und die wird abgewählt, hoffentlich. So, denn hieß es ja, dass wir da überhaupt nichts auf die Reihe gebracht haben. Jetzt sage ich Ihnen mal was, Herr Krüger. Erstens haben wir uns bemüht, so wie Sie auch und wie alle anderen Parteien, Seniorinnen und Senioren zu finden aus unseren eigenen Reihen. Ansonsten
machen das Seniorenstrukturen in den Bezirken. Mich wundert es, dass Sie finden, dass das Aufgabe der CDU ist. So, und zum anderen haben wir unter Rot-Rot, zumindest noch Geld eingestellt für eine Werbekampagne zu den Seniorenwahlen. Sie haben es ja nicht mal mehr gemacht. Und wenn Sie jetzt sagen, dass Sie die Geschäftsstelle finanzieren, ja, da haben Sie recht. Aber wenn die CDU und die SPD gemeinsam diese Stadt vor vielen Jahren nicht mal so in die Krütze geritten hätten, hätten wir auch mal mehr Geld gehabt. Und der letzte Punkt, wo war eigentlich mein Engagement? Seit den Haushaltsberatungen hat meine Fraktion immer wieder nachgefragt, was mit dem Seniorenmitwirkungsgesetz ist, wann die Änderungen kommen. Schon in den Haushaltsberatungen. Da setzt sich der Senator hin und sagt, was soll ich machen? Die Koalition hat sich ja nicht geeinigt und die Koalition kommt nicht aus dem Knick. Und Sie, Herr Krüger und Frau Radziwill, das können wir hier auch sagen, haben sich vor einiger Zeit, nachdem Sie sich geeinigt hatten, mit mir zusammengesetzt und Sie haben mir erzählt, Sie haben sich geeinigt und Sie wollen die Opposition einbeziehen. Und ich sage es nochmal, das war auf dem Flur am Rande. Wir wurden nicht einbezogen und wir wurden auch nicht informiert.